Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, ja, werde ich dir ein paar Schritte an die Hand geben, mit denen du super einfach neue Kontakte und Interessenten im, Anführungszeichen, kalten Markt machen kannst und ja, wie du diese ja in Gespräch verwickelst und dann dementsprechend die Person auch dazu bringst, dass sie ja deine Geschäftspräsentation anschaut. Wenn das dich interessiert, dann bleib jetzt dran. Lass uns gleich loslegen. Wichtig ist zunächst mal, wenn ich vom kalten Markt spreche, dann meine ich Menschen, mit denen du jetzt noch nicht im Austausch warst, die du persönlich nicht kennst. Und heutzutage ist es ja super einfach, weil du musst heute nicht mehr von Haus zu Haus laufen, irgendwelche Kontakte machen. Du musst auch nicht mehr durch die Innenstadt gehen und jeden ansprechen, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Du kannst es natürlich machen, aber ich empfehle da eine viel komfortablere Herangehensweise, für die du noch nicht mal das Haus verlassen musst. Und die lautet Social Media. Du kannst über Social Media so unfassbar viele Kontakte machen. Das Einzige, was du wirklich dazu nur brauchst, ist Fleiß und Disziplin. Du musst es einfach tun. Und deswegen solltest du dir in deinen Wochenplan eine Stunde pro Tag oder meinetwegen, wenn du viel Zeit hast, auch 2 Stunden pro Tag dafür einplanen, um einfach ja neue Kontakte über Social Media zu generieren. Wie machst du das? Im ersten Schritt solltest du ja dir das Profil der Person einfach mal anschauen, ja, um herauszufinden, ja, ist die Person grundsätzlich interessant für dich, kann man ja aus dem Profil heraus erkennen. Du hast auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn du regional arbeiten willst, die Suchfunktionen zu nehmen und Leute aus deiner Region eben halt auch zu filtern und diese dann zu finden. So, und dann versendest du, dann würde ich im allerersten Schritt, ja, zunächst mal, wenn du dir das Profil anschaust, ja, die Posts, die du gut findest, da würde ich erstmal liken, ja, also einen Daumen hoch geben oder gefällt mir, wie auch immer, ja, je nachdem, wo du da bist, ein Herzchen oder was auch immer, ja, so, also das Ganze einfach mal zeigen, dass du es gut findest. Dann solltest du dir bei einem Post oder bei 2 Posts ja auch einen kurzen Kommentar dazu schreiben und danach stellst du eine Freundschaftsanfrage. So, das heißt, du versendest eine Freundschaftsanfrage, die in der Regel auch ja beantwortet wird. So, und jetzt beginnt der eigentliche Teil, weil jetzt beginnt die Kontaktaufnahme. Hier kannst du drüber nachdenken, ob du es über Text machst, Sprachnachricht oder per Video. Umso mehr Persönlichkeit du reinbringen kannst, umso besser ist es natürlich. Ja, also was immer sehr schnell geht, was gut Emotionen transportiert, ist zum Beispiel eine Sprachnachricht. Und dann könntest du im Prinzip eine Sprachnachricht drüber senden. Hey, vielen Dank für die Vernetzung hier auf bla bla bla. Und ja, wie du schon gesehen hast, ich habe mich auf deinem Profil umgeschaut und ja, fand in einem Post richtig klasse. Ich habe gesehen, du kommst auch aus, dann setzt du halt die Stadt ein, wo du suchst, Hamburg, ja. Und ja, vielen Dank für die Vernetzung. Lass uns doch mal kurz austauschen, mich würde interessieren. Und jetzt ist dann immer wichtig, dass du eine Frage stellst, dass die Person auch es einfach hat, ja, mit dir ja zu kommunizieren. Und dann könntest du eine Frage stellen, ja, mich würde mal interessieren, was du beruflich machst. Oder wenn die Person im Profil drinstehen hat, kannst du natürlich auch eine aktivere Variante nehmen. Ja, das mache ich sehr gerne, weil ich jetzt nicht so derjenige bin, der da immer so um die Ecke kommt. Du kannst auch hergehen, wenn die Person ihren Beruf schon drin hat, ja, im Profil stehen hat, könntest du hergehen und könntest sagen, Mensch, ich habe gesehen, du bist von Beruf LKW-Fahrer, macht dir dein Beruf Spaß, ja, was findest du toll, ja. Du könntest aber auch hergehen, wenn du jetzt im Profil zum Beispiel ja ein Urlaubsbild geliked hast, ja, und vielleicht selbst schon mal dort warst, ja, oder vielleicht auch mal dorthin willst, könntest du fragen, Mensch, ich habe gesehen, du bist mit deiner Familie in, was weiß ich, Kroatien gewesen, wie ist es denn dort, ja, kannst du da eine Region empfehlen, du planst selbst, ja, dort Urlaub zu machen. So, und dann kriegst du eine Antwort und bist also im Gespräch drin.
Und dann musst du halt irgendwann den Punkt finden, das wäre dann meine zweite Frage, dass du die Person fragst, was sie sonst so in ihrem Leben macht. Ja, also persönlich, beruflich, ja, interessiert dich deshalb, weil du ebenfalls aus der Region kommst und dich halt gern mit den Menschen auch mal gern austauschst. So, und dann kriegst du da eine Antwort. So, und dann kannst du fragen, wie lange bist du denn schon LKW-Fahrer? Was macht dir besonders Spaß daran, wenn du es nicht schon gleich ja, auf die direkte Art gemacht hast, wie ich es vorhin gesagt habe? Finde heraus, ja, ob die Person das gern macht, ob etwas besser laufen könnte. Diese Infos sind halt einfach wichtig, weil jemand, der super zufrieden ist mit dem, was er tut, der nichts dazu verdienen will, der einfach ja so glücklich ist, wie es ist, das solltest du dann auch dementsprechend so respektieren und das dann auch halt einfach so lassen. Ja? Finde heraus, ob die Person neben Job hat und dann bist du halt schon im Gespräch ja drin und dann stell mal die Frage, ja, ob die Person offen ist, ja, für eine berufliche Aktivität, ob die Person noch Geld hat, Entschuldigung, noch Platz für ein bisschen zusätzliches Geld auf ihrem Bankkonto hat, ob die Person grundsätzlich einer beruflichen Möglichkeit offen gegenübersteht, ob die Person ja offen ist für eine berufliche Herausforderung. So, und dann kriegst du ja eine Antwort und egal wie die Antwort lautet, also wenn die Antwort lautet ja, ja, dann kommt ja meistens die Frage, um was geht's da? Oder es kommt zuerst die Frage, um was geht's da? Ja, wenn die Person sagt nein, ja, dann könntest du hergehen und könntest sagen, okay, habe ich jetzt auch so auf die Schnelle nicht erwartet. Kennen Sie vielleicht jemanden, für den eine berufliche Perspektive interessant ist? Ja, also einfach in dieser Art. Es ist auch gar nicht so wichtig, welche Wörter du wählst. Viel wichtiger ist, dass du das Gespräch, den Ablauf hast und dann einfach auch flexibel auf die einzelnen Dinge eingehst, weil du kannst nie ein Gespräch eins zu eins immer standardisieren, ja, weil die Antworten unterschiedlich sein können, ja, ja, die Person kann unterschiedlich sein, ja. Also du wirst nie auf alle Eventualitäten dann gleich eine Antwort haben, aber es, wie gesagt, wenn du es über den Messenger machst, dann hast du halt die Möglichkeit, auch da immer dann drüber nachzudenken, deinen nächsten Schritt zu überdenken, ja. Genau. Und wenn jetzt die Person zum Beispiel sagt, nee, ist für mich nicht interessant, dann kannst du weiterfragen, was müsste denn gegeben sein, dass es interessant wäre? Oder du kannst eben dir eben Empfehlungen holen für Menschen, die grundsätzlich da offen sind. So, wenn die Person sagt, ja, um was geht's da? Oder wenn sie einfach nur fragt, um was es genau geht, dann ist es jetzt wichtig, dass du nie die Frage selbst beantwortest. Ja, das ist der Tipp, den ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen würde. Beantworte niemals die Dinge persönlich, sondern hab immer wenig Zeit, sei in Eile, ja, und verweise auf ein Hilfsmittel, also sprich ein Webinar, ein Tool, ein Video, ja, und vereinbare dann mit der Person einen festen Termin, bis wann sie das Ganze anschaut und fasst dann einfach nach, ja, und dann kannst du nochmal in diesem Termin dann die Fragen klären, etc. So, und jetzt ist ja noch wichtig, wie du das Ganze machst, könntest dann einfach wie folgt hergehen und könntest sagen, du, ich habe momentan gerade wenig Zeit, muss die Kinder zur Schule bringen, ich bin gerade auf dem Sprung ins nächste Meeting, kann ich dir jetzt auf die Schnelle so nicht beantworten, das würde der Sache einfach nicht gerecht werden, was hältst du von folgendem Vorschlag, schreib mir deine E-Mail-Adresse und wir tauschen die Telefonnummern, dann kannst du dir das Ganze ansehen und dann können wir einfach telefonieren und deine Fragen klären. Einverstanden? So hast du alle Infos und das ist der schnellste und effektivste Weg für uns beide. Einverstanden? So, und dann kommt in der Regel ein Ja. Dann gibst du wichtig deine Nummer zuerst raus. Hier hast du schon mal meine Nummer. Unter welcher Nummer kann ich dich erreichen? So, und jetzt kannst du dir überlegen, ob du dann das Video via Messenger dann versendest oder ob du es via E-Mail machst. Völlig dir überlassen. So, und dann eben, bevor du aber die Präsentation rausgibst, den Termin vereinbaren, ja, dann sagen, okay, bis wann kannst du dir auf jeden Fall die Präsentation ansehen oder die Infos ansehen, dann kommt meistens zurück, ja, wie lange wird es denn dauern, wie lange oder wie viel Informationen sind es und dann kannst du hergehen und kannst sagen, ja, da dauert so circa 30, 35 Minuten, je nachdem, wie lange deine Präsentation dann halt ist. So, und dann sagt die Person, was weiß ich, bis Donnerstag und dann gehst du her und sagst, okay, also wenn du es dir bis Donnerstag auf jeden Fall angeschaut hast, dann können wir ja Freitag um 10 Uhr miteinander telefonieren. Passt das? Gut.
So, und wenn du dann die Bestätigung für den Termin hast, dann versendest du die Präsentation und sagst, dass du dich pünktlich am Freitag um 10 Uhr bei der Person meldest. Ja, und das ist im Prinzip der Ablauf und das erfordert kein Geld, kein besonderes Geschick, keine besondere Fähigkeit, sondern das Einzige, was das erfordert, ist Disziplin, Fleiß, das Ganze einfach umzusetzen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Abonniere den Kanal. Und ja, hinterlass mir einfach deine Gedanken zu diesem Thema. Gerne die Kommentarfunktion nutzen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.